Zum besseren Kennenlernen untereinander und persönlichen Austausch ist der Empfang des Bürgermeisters im Festsaal von Brunn am Gebirge gedacht. Und die Brunner sind gerne gekommen. Sommerempfang des Bürgermeisters hier in Brunn. Gleich eine gute Gelegenheit, einige Projekte neu vorzustellen. Es gibt ja einiges Neues hier. Ja, es gibt einiges Neues in Brunn. Es tut mir leid, ich würde gerne alle Brunnerinnen und Brunner einladen, um sie zu informieren, aber das geht halt nicht. Da ist der Saal jetzt und auch wenn wir ihn einmal vergrößern, ist er zu klein. Es gibt tatsächlich zwei Projekte, die mir am Herzen liegen, über die ich heute berichtet habe. Das ist die Zweifachsporthalle bei der neuen Mittelschule und die Entwicklung neues Ortszentrum. Über das habe ich heute berichtet. Es ist zweifellos die elegantere Lösung, aber eben auch die teurere Lösung. Es war eben die Vorgabe, dieses Halbdeck zu realisieren, weil es eben die kostengünstigste Variante war. Die Mehrkosten belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Das ist natürlich schon viel Geld, aber wenn man bedenkt, dass dieses Bauwerk ja Jahrzehnte stehen soll, dann wird man in 5 oder 10 Jahren fragen, wenn irgendwas sich spießt oder nicht funktioniert, dann sagt man, wegen die 150.000 Euro, auf die war es damals auch nicht angekommen. Also ich glaube, es ist gut investiert. Insgesamt wird das Ding kosten 1.520.000 Euro ohne Mehrwertsteuer. Von der kostengünstigsten Variante weg zu einer eleganteren Lösung, die auch den Bedürfnissen besser entspricht, haben wir etwas mehr Kosten als ursprünglich geplant, aber es hält sich im Rahmen und wir schauen natürlich auch in Zukunft drauf. Wir bauen jetzt einmal das Parkdeck. Es kommt dann die nächste Phase, hat der Bürgermeister heute auch schon schön erklärt, dass wir da mit dem Festsaal weitermachen. Aber da wird noch sehr viel Wasser der Donau hinunterfließen, bis wir genau wissen, was wir da umsetzen können. Also wir arbeiten dran, aber es wird sicher noch ein bisschen dauern, bis alles soweit fertig sein wird. Es ist ein großartiges Projekt und es ist mutig zugleich, muss man ganz ehrlich sagen. Also in Zeiten, in denen rundherum der Spargedanke natürlich dominieren muss, hier so eine wichtige Infrastrukturmaßnahme anzupacken, das ist mutig und dazu gratuliere ich. Das ist auch zukunftsweisend. Das ist jetzt kein Prestigeobjekt, sondern tatsächlich in der Sache für die Kommune, für die Gemeinschaft, für die Menschen, die hier leben, ein sehr, sehr wichtiges Vorhaben. Und das passiert in einem guten Dialog mit den Bürgern. Das passiert in einer Art und Weise, wenn man sagen kann, hier bewegt sich was positiv, ohne protzig zu sein, damit hier die Ortsentwicklung weitergeht. Also ich kann nur gratulieren. Julia, Gratulation, du bist ja die Song Contest Brunn-Gewinnerin heuer. Ja, es war cool. Weil, ja, es macht einfach Spaß zu singen.